diesem neuen Video geht es um den Grenzwert von Folgen. Der Begriff Grenzwert spielt in der Mathematik eine große Rolle, und zwar nicht nur bei den Folgen, sondern auch dann, wie man nächstes Jahr dann zum Beispiel sehen werden, in der siebten Klasse hoffentlich, bei den Funktionen und auch in der achten Klasse. Dieses Jahr schauen wir uns den Grenzwert in Bezug zu Folgen an. Machen wir dazu einfach mal ein Beispiel. Ich habe hier die Folge 1 minus 1 durch n. Ich glaube, die hat man schon in einem früheren Video mal als Beispiel. Und wir haben uns auch schon mal die Folgenglieder dazu ausgerechnet. Machen wir das trotzdem noch einmal. Das erste Folgenglied wäre 1 minus 1 durch 1, also ist dann 1 minus 1 ist 0. Das zweite Folgenglied ist 1 minus 1/2, also ist 0,5. 1 minus 1 Drittel ist 0,6 periodisch. Dann habe ich das hundertste Folgenglied ausgerechnet, ist 1 minus 1 Hundertstel, ist 0,99. Dann habe ich das tausendste Folgenglied ausgerechnet, ist 1 minus 1 Tausendstel, ist 0,999. Also ich glaube, wir sehen hier schon ganz gut, es wandert immer näher an den 1 heran. Das erkennt man hier erstens einmal am Bildungsgesetz, weil ich ziehe hier ja was von 1 ab. Und das n ist im Nenner drin. Das heißt, je größer das n wird, desto kleiner wird dieser Bruch und desto weniger ziehe ich vom 1er ab. Das heißt, meine Folgenglieder wandern dadurch immer näher an den 1er ran. Das heißt, wenn ich mir das auf der Zahlengeraden vorstelle, hier habe ich 0, da drüben habe ich 1. Wir starten quasi beim ersten Folgenglied, das ist da beim Nuller. Das zweite ist bei 1/2, das nächste ist bei 0,6 periodisch, das vierte wäre ja bei 0,75, also ungefähr hier. Und dann rücken die immer näher an den 1 heran. Und natürlich ganz knapp vor dem 1er hier wird sich dann extrem stauen, weil nämlich hier, wenn ich da rechne, zum Beispiel das 10.000. Folgenglied wäre ja 1 minus 1 Zehntausendstel, wäre 0,9999 und so weiter. Und was uns auch klar sein muss, den 1er wirklich erreichen werden diese Folgenglieder nie, weil ich ziehe ja immer was ab. Und selbst wenn ich ein Trillionstel abziehe von 1, ist es eben nicht genau 1. Und das sagt jetzt eben der sogenannte Grenzwert aus von einer Folge. Zu welchem Wert entwickeln sich die Folgenglieder hin, ohne ihn wirklich jemals zu erreichen? Schreiben würde man das Ganze dann so: Man schreibt statt Grenzwert Lim. Das kommt vom Limes, das schauen wir uns später noch genauer an. Wenn n gegen unendlich wandert, also unendlich Zeichen, n wird immer größer, wandert gegen unendlich, deswegen das so ein Pfeil, von der Folge Klammer 1 minus 1 durch n. Und das wäre bei uns in dem konkreten Beispiel eben 1. Also die Folge wandert gegen 1, die Folgenglieder, aber sie werden den 1er nie richtig erreichen. In dem Fall spricht man von einer sogenannten konvergenten Folge. Konvergent ist dann die Folge, wenn es eben so einen Grenzwert gibt, zu dem sich die Folgenglieder hin entwickeln. Es muss ja nicht immer sein, dass es so einen Wert gibt, zu dem sich die Folgenglieder hin entwickeln. Man nennt es auch konvergieren, also wohin die Folgenglieder konvergieren. Die konvergieren in dem Fall gegen 1. Aber es gibt auch Folgen, wo das nicht so ist. Und das schauen wir uns jetzt im zweiten Beispiel an. Da hätte ich sogar noch das Zehntausendstel ausgerechnet. Das zweite Bildungsgesetz von der zweiten Folge ist 1 plus n. Das heißt, ich habe das aber Folgenglieder ausgerechnet. Ich zähle immer 1 plus n. Also das A100 ist damit 101. Das tausendste Folgenglied ist 1001. Das zehntausendste Folgenglied ist 10.001. Und ich glaube, man sieht es hier schon, hier kann es kein Ende und Anführungszeichen geben, weil ich ja immer zu irgendeiner Zahl 1 dazuzähle. Das heißt, wenn ich das 7.000.000. Folgenglied ausrechne, ist das 7.001.000. Und wenn ich das Trilliardste Folgenglied ausrechne, ist das eine Trilliarde und 1. Das heißt, die Folgenglieder wandern immer weiter. In dem Fall gibt es keinen Grenzwert. Man würde hier schreiben, der Limes von n gegen unendlich der Folge 1 plus n. Naja, wo werden sich diese Folgenglieder hin entwickeln? Naja, sie haben keinen Grenzwert, sie werden immer größer. Das heißt, diese Folgenglieder streben gegen unendlich. Man nennt das auch einen uneigentlichen Grenzwert, weil es eben kein Grenzwert ist. Ja, wichtig ist, also unendlich ist keine Zahl, sondern unendlich ist quasi ein Begriff dafür, dass es nicht endet. Ja, also das strebt gegen unendlich, es hört nie auf. Daher ein uneigentlicher Grenzwert und kein richtiger Grenzwert. In dem Fall würde man hier von einer
divergenten Folge sprechen, weil sie eben keinen Grenzwert hat. So, definieren wir das Ganze. Es sei A in eine Folge. Nähern sich die Glieder der Folge unbegrenzt einer bestimmten Zahl A an. Unbegrenzt heißt das einfach, dass sie die Zahl eben nicht erreichen. Ja, also die Grenze an sich erreichen sie nicht, sondern sie streben gegen diese Zahl A. Das war im Beispiel 1, die Zahl 1. Dann nennt man A den Grenzwert, in Klammer Limes, das ist nämlich jetzt der Fachbegriff, der Folge, und man schreibt eben der Limes von n gegen unendlich, der Folge an ist dieser Limes A. Besitzt eine Folge einen Grenzwert, so nennt man diese konvergent, und besitzt sie keinen Grenzwert, dann nennt man sie divergent. Woher kommt jetzt eigentlich dieser Begriff Limes? Vielleicht aus dem Geschichteunterricht solltet ihr das schon wissen. Das war eben dieser Grenzwall der Römer, den sie damals gebaut haben im Römischen Reich. Ganz rauf zu den Germanen, aber generell, das war riesenlang dieses Ding. Ja? Und von dieser Begrenzung, von diesem Grenzwall, kommt jetzt eben der Begriff des Limes. Ein wichtiger Satz. Es sei in eine unendlich monotone Folge. Das heißt, die Folgenglieder werden auf jeden Fall entweder immer, immer größer oder bleiben gleich. Aber sie werden nicht einmal größer und einmal kleiner. Wenn die Folge an beschränkt ist, dann ist das genau dann der Fall, wenn sie auch konvergent ist. Überlegen wir uns das ganz kurz. Ich habe eine streng monoton steigende Folge. Dann habe ich hier, nehmen wir einfach Zahlenwerte an. Hier ist 1, sagen wir. Das erste Folgenglied beginnt beim 1, jetzt sind sie streng monoton. Das heißt, die Folgenglieder werden nach der Reihe immer größer. Wenn das eine unendliche Folge ist, dann heißt das ja, ich rechne die Folgenglieder immer, immer weiter aus. Ja, das 7-millionste Folgenglied, das 20-trilliardste Folgenglied und so weiter. Und wenn die Folge jetzt beschränkt ist, dann heißt das ja, es muss hier irgendwo einen Wert geben, zu dem sich diese beschränkte Folgenglieder hin entwickeln. So. Und wenn sie beschränkt ist, dann heißt das ja, dass irgendwann der Abstand zwischen diese Folgenglieder ja kleiner werden muss, weil das kann so in den Abstand nicht weitergehen, weil dann wäre ich ja irgendwann über dieser Begrenzungslinie, über dieser oberen Grenze hinaus. Das heißt, was wird passieren? Im Rahmen dieser oberen Grenze werden sich dann die Folgenglieder immer enger, enger, enger zusammenrücken. Und damit ist die Folge einerseits mal beschränkt, weil ich habe hier eindeutig eine untere Schränke, ich habe hier eine obere Schränke, das ist ein O bitte, kein Nuller. Und gleichzeitig heißt das jetzt auch, dass die Folge konvergent ist. Umgekehrt, wenn ich weiß, dass die Folge unendlich und monoton ist, dann weiß ich sowieso einmal, wenn sie streng monoton steigend ist, dann ist das erste Folgenglied automatisch die untere Grenze, hat man gerade. Wenn die Folge streng monoton fallend ist, dann muss das erste Folgenglied die obere Grenze sein, weil sie immer kleiner wird. Und wenn sie dann konvergiert, dann heißt das entweder, dass sie gegen die obere Schranke oder gegen die untere Schranke konvergiert. Das heißt, es gibt beide Schranken und das heißt, die Folge ist beschränkt. Also wie man sieht, dieser Satz funktioniert in beide Richtungen. Wir haben das jetzt nicht mathematisch durchgerechnet. Der Beweis wäre in quasi formaler Form ein bisschen komplexer. Aber wenn man sich so durchüberlegt mit einer Zeichnung, dann haben wir zumindest jetzt einmal so quasi so einen Beweisansatz gemacht. Ja, weil so würde man es dann auch formal beweisen mit dieser Idee, die wir jetzt gerade besprochen haben. Okay? Gut. Kommen wir zweitens zu den Nullfolgen. Ich glaube, da kann man sich schon denken, worum es da geht. Da steht 0. Das sind jetzt einfach Folgen, die gegen 0 konvergieren. Wenn wir uns jetzt das erste Beispiel ansehen, das erste Bildungsgesetz ist 1 durch n. Das heißt, ich dividiere 1 immer durch die Nummer des Folgengliedes. Das heißt, am Anfang habe ich 1 durch 1 ist 1. Dann habe ich ein halbes, dann habe ich ein Drittel und so weiter. Bei meinem Hundertstel hätte ich schon 0,01, bei einem Tausendstel hätte ich 0,001, bei einem Zehntausendstel hätte ich 0,0001 und so weiter. Das heißt, das Ganze strebt gegen 0, ist ja klar, weil ich dividiere durch n, n wird immer, immer, immer größer. Im Zähler habe ich einfach nur eine konstante Zahl stehen. Wenn man sich vorstellt, ich habe 1 Euro und teile den auf 7 Millionen Menschen auf und dann bleibt de facto jedem nur mal 0 übrig, 0 Euro übrig. Ja? Das heißt, der Limes von n gegen unendlich von 1 durch n ist 0 und deswegen spricht man in dem Fall von der Folge 1 durch n von einer Nullfolge. So, zweites Beispiel. Wie ihr jetzt seht, fast gleich aus. Ich habe einfach nur geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich im Zähler jetzt nicht die Zahl 1, sondern zum Beispiel die Zahl 100 schreiben würde.
Naja, dann beginne ich auf jeden Fall mal größer. Das erste Folgenglied sind 101 Eintel, also 100. Das zweite Folgenglied ist dann 100 halbe, ist 50. 100 Drittel sind 33,3 periodisch. Das 100. Folgenglied wäre genau 1. Das 1000. Folgenglied wäre 0,1. Das 10.000. Folgenglied wäre 0,01. Und trotzdem sehe ich, das wandert trotzdem wieder gegen 0. Weil das millionste Folgenglied wäre dann auch wieder aus mit 0,0001 zum Beispiel. Ja? Also auch die Folge Limes von 100 durch n. Von Eingang und endlich ist 0. Da gibt es übrigens auch ein Gesetz. Wenn ich sowas habe, wenn ich da quasi so einen konstanten Faktor habe, weil das ist einfach das Hundertfache von 1 durch n, also von dem, was wir hier hatten. Also ich könnte das auch schreiben als 100 mal Limes n gegen unendlich, nein, nicht von 1 durch 100, sondern von 1 durch n, ja. Also das wäre im Prinzip jetzt genau das gleiche, wie hier oben steht, nur ich habe den 100er halt nach vorn gestreckt, ich weiß, dass der Limes von 1 durch n 0 ist und 100 mal 0 ist eben 0, ja. Also das ist eine wichtige Regel, die werden wir nicht beweisen, aber die werden wir des Öfteren erst dann anwenden. Daher gleich mal folgender Satz. Habe ich die Folge a n ist c durch n, wobei jetzt c eben irgendein Zähler ist, für den Grenzwert a dieser Folge gilt, der Grenzwert a ist der Limes von c durch n, n strebt gegen unendlich, ist das gleiche wie das c vor den Grenzwert vor den Limes zu ziehen, also c mal der Limes von n gegen unendlich von 1 durch n, und wenn ich den Grenzwert von 1 durch n bilde, ist es eben 0 und c mal 0 ist auch 0. Und besitzt eine Folge den Grenzwert 0, so spricht man von einer Nullfolge. Ja? Also das ist einmal ganz wichtig. So, jetzt machen wir mal eine Aufgabe. Wir haben mehrere Folgen gegeben und wir sollen immer den Grenzwert ermitteln. Hier haben wir die Folge 7 durch n, also wir ermitteln den Limes von 7 durch n. Haben wir gerade vorher gesehen, ist das gleiche wie 7 mal der Limes von 1 durch n. 1 durch n ist die klassische Nullfolge und 7 mal 0 ist 0. Fertig. Zweite Folge, 1 minus 1 durch n, das wissen wir von schon vorher, weil das war unser Starterbeispiel, ganz am Anfang, da kommt 1 raus. Überlegen wir jetzt kurz mit dem Limes, warum. Wenn ich den Limes von 1 minus 1 durch n ausrechne, dann ist es wie folgt, die Konstante hier, ich schalte dazu jetzt einmal um auf einen Textmarker, also die Konstante hier wird ja vom n komplett unberührt, ja? Also da passiert gar nichts. Das heißt, der 1er wird sowieso immer erhalten bleiben. Ja? Aber das 1 durch n hier, der Wert hier, der wird vom n schon berührt. Weil 1 durch n, das heißt, ich dividiere hier diesen Zähler 1 immer durch eine noch größere Zahl n, das strebt gegen 0. Also habe ich hier eigentlich 1 minus 0, weil der konstante 1er links bleibt stehen. Und das 1 durch n, das strebt gegen 0. Und 1 minus 0 ist 1. So, 4 plus 1 durch n Quadrat. Da haben wir wieder das gleiche Phänomen. Ich habe hier den konstanten 4er, der ist vom n unberührt, das gegen unendlich strebt. Aber das n Quadrat hier in diesem Bruch, das wird sehr wohl vom n berührt. Naja, und 1 durch n kann ich ja auch, 1 durch n Quadrat kann ich mir auch vorstellen als, ups, falsch animiert, als 1 durch n mal 1 durch n. Ja? Das ist das gleiche wie 1 durch n Quadrat. Naja, 1 durch n strebt gegen 0, 1 durch n strebt gegen 0, habe ich hier also quasi 0 mal 0 und 4 plus 0. Ist 4. Generell kannst du euch merken, wenn 1 durch n schon gegen 0 strebt, dann strebt 1 durch n Quadrat natürlich noch viel schneller gegen 0, weil ja der Zähler, der Nenner zusätzlich auch noch quadriert wird. Das heißt, der Nenner wird noch größer. Und 1 durch n hoch 3 strebt genauso gegen 0, weil da ist quasi der Nenner ja kubisch, also hoch 3, dann strebt er noch schneller der Term gegen 0. Ja? Also alle Dinge, Zahl durch irgendwas mit n, n Quadrat, n hoch 7, n hoch 90 und so weiter strebt immer gegen 0. Und je größer unten die Potenz ist, also der Exponent ist, desto schneller strebt es noch dazu gegen 0. So, das, was wir da jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gemacht haben, ist eine sogenannte intuitive Ermittlung des Grenzwertes, weil wir nutzen einfach aus, dass wir wissen, dass 1 durch n gegen 0 strebt. Und wir haben das eigentlich nie wirklich bewiesen, dass 1 durch n gegen 0 strebt. Wir haben es uns durch ein Beispiel ausgerechnet und haben daraus geschlossen, ja, es kann ja gar nicht anders sein, weil wir wissen ja, wie dividieren und wie Brüche funktionieren. Aber einen wirklichen Beweis, dass 1 durch n, also dass das gegen 0 strebt, also den Grenzwert 0 besitzt, bewiesen haben wir es nie. Das kommt erst im nächsten Video, wenn wir es dann formal korrekt beweisen, den Grenzwert.
Jetzt bleiben wir mal bei intuitiv. Intuitiv heißt einfach nur, wir überlegen es uns. So, erstes Beispiel, wir haben hier die Folge 2n plus 10 durch n. Da wird schon schwieriger, weil jetzt habe ich das n im Zähler und im Nenner. Rechnen wir uns dazu einfach ein paar Folgenglieder aus. Das erste Folgenglied, also nicht einmal das erste, ich habe gleich weiter oben gestartet. Bei Grenzwertbetrachtung ist es nicht gescheit, man schaut sich die größeren Folgenglieder an. Das 100. Folgenglied wäre 2 mal 100 plus 10, also 200 plus 10 ist 210 im Zähler. Und im Nenner ist einfach 100, also 210 Hundertstel ist 2,1. Das 1000. Folgenglied wäre dann 2010 Tausendstel ist 2,01. Und das 10.000. Folgenglied wäre 2,001. Ich glaube, es ist relativ safe zu sagen, dass der Grenzwert dieser Folge 2 sein wird. Woran liegt das jetzt da? Naja, ich sehe, wenn ich mir da jetzt die Berechnungen anschaue, folgendes. Der 10er hier ist immer konstant, da oben. Und der macht, je größer die Folgen werden, die Folgenglieder werden, desto weniger hat der 10er hier an Bedeutung. Ja, irgendwann ist der fast irrelevant. Ja, weil da habe ich 210, da spielt er noch ein bisschen eine größere Rolle. Bei 2010 schon nicht mehr so groß und bei 20.010 noch weniger. Ja. Das heißt, der konstante 10er spielt eigentlich für den Grenzwert an sich keine Rolle. Das, was eine Rolle spielt, ist das Folgende. Und zwar, dass ich hier das n habe. Ja. Ich habe im Nenner unten ein n und ich habe im Zähler 2n. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich mir große Folgenglieder ausrechne, ist der Zähler immer ungefähr doppelt so groß wie der Nenner. Und ich sehe gerade, dass ich da einen Fehler übrigens habe. Bitte hier, das ist nicht 1000, da steht ja noch 10.000, das heißt auch hier müsste bitte 10.000 stehen. Ja? Also 20.010 durch 10.000. Gut, also ich sehe im Prinzip, der Zähler wächst doppelt so schnell wie der Nenner. Weil den plus 10er kann ich de facto irgendwann, wenn ich dann beim millionsten Folgenglied bin, kann ich plus 10 da oben noch ignorieren. Ja, wenn da oben steht 2 mal 1 Million, bin ich bei 2 Millionen, plus 10 sind 2 Millionen und 10. Und die würde ich durch 1 Million dividieren, also habe ich 2,000000 und dann kommt erst irgendwann der 1er, der sich auf irgendeine x-te Nachkommastelle der 10er, der sich auf irgendeine x-te Nachkommastelle auswirkt. Ja? Also man schaut sich einfach an, wie ist das Verhältnis zwischen Zähler und Nenner, wie wachsen die? Und in dem Fall wächst der Nenner immer doppelt so schnell wie der Zähler. Das heißt, wenn ich mir so eine Folge dann anschauen würde, würde ich sagen, okay, ich ignoriere alles, ich suche mir das n raus mit der höchsten Potenz, das ist in dem Fall das n selbst. Im Nenner habe ich nur n, im Zähler habe ich 2n, also der Zähler wächst doppelt so schnell wie der Nenner ungefähr und damit entwickelt sich das Ganze bei großen Folgengliedern gegen den 2er. Warum? Weil 2n durch n 2 ist. Und den 10er ignoriert man einfach. Daher intuitive Grenzwertermittlung, wenn man es sich einfach so anschaut, ja, unter Anführungszeichen gefühlsmäßig. Aber es ist ja vollkommen richtig. Hören wir uns ein zweites Beispiel an. Da haben wir 3n² plus n plus 50 durch 2n² minus 4n. Schaut mega kompliziert aus, wird es gleich sehen, ist es aber nicht. Ich habe wieder das 100. Folgenglied ausgerechnet, könntest du nachrechnen, wenn es mir nicht glaubt, da kommt auf jeden Fall raus 1,5332 ungefähr. Beim 1000. Folgenglied kommt ungefähr raus 1,50348 und ich sehe hier schon, die Folgen streben gegen 1,5. Ja, es wird immer weniger, es wandert immer näher an den 1,5 heran. Das heißt, der Grenzwert dieser Folge wird 1,5 sein. Woher kommt das? Naja, ich sehe im Prinzip die höchste Potenz sowohl im Zähler als auch im Nenner ist n². Man sieht es auch hier ganz gut. Der Teil hier wirkt sich mit Abstand am stärksten auf diese Zahlen hier aus. Deswegen wären die da so riesig, weil eben hier das Quadrat sich massiv auswirkt. Da wirkt sich im Vergleich das n und der 50er bzw. das minus 4n sind schon vernachlässigbar. Das Ausschlaggebende hier ist das n². Und da sehe ich, aha, der Zähler wächst ungefähr mit dem Faktor 3, der Nenner mit dem Faktor 2 und damit habe ich das Verhältnis 3 zu 2, wenn ich mir Zähler und Nenner anschaue, Verhältnis 3 zu 2 ist 1,5 und deswegen wandert diese Folge gegen die Zahl 1,5. Das heißt, noch einmal die Vorgehensweise ist, man schaut im Zähler und im Nenner, was ist die vorkommend höchste Potenz, also welchen Grad ist der höchste Grad und dann muss ich mir nur mal die Zahlen anschauen. Und dann bleibt im Prinzip genau das übrig, was vor den n's mit den höchsten Exponenten steht. Das heißt, in dem konkreten Fall wäre das eben hier 3 halbe.
Und das ist genau das Ergebnis, das hier rauskommt. Beispiel 3, damals der 2n hoch 3 minus n durch n hoch 5. Hundertste Folgenglied wäre ungefähr 0,0002 und das tausendste Folgenglied ist 0,00002. Woran liegt das? Na, hier sehe ich ganz klar, dass ich nicht die gleiche Potenz habe im Zähler und im Nenner. Ich sehe, im Zähler ist die höchste Potenz hoch 3, im Nenner ist die höchste Potenz hoch 5. Das heißt nämlich für mich jetzt Folgendes, und zwar, dass der Nenner im Grad 5 wächst, sehe ich hier, während der Zähler nur das höchste Grad 3 hat. Und deswegen steht auch hier so etwas. Ja? Man sieht, die Zahl im Zähler ist wesentlich kleiner als die Zahl im Nenner. Hier habe ich es gar nur mal mit hoch 5 angeschrieben, weil das sind ja dann 15 Nullen hier. Ja? Das sind viel mehr Stellen als hier. Das heißt, was passiert dadurch, dass der Nenner wesentlich schneller größer wird, also quasi explodiert, kann man fast sagen, im Vergleich zum Zähler, wandert mir die Folge gegen 0. Das heißt, ich habe hier eine Nullfolge, weil eben der Zähler, Nenner, wesentlich größeren Grad hat als der als der Nenner. Ja? Also ich sehe hier quasi, Zähler ist Grad 3, Nenner ist Grad 5. Das heißt, sobald der Grad des Zählers echt kleiner ist als der Grad des Nenners, also G steht jetzt für G ist gleich Grad, ja? Z steht für Zähler, N steht für Nenner, also sobald der Grad des Zählers kleiner ist als der Grad des Nenners, folgt daraus, dass ich immer eine sogenannte Nullfolge habe. Ja? Dann habe ich den Grenzwert 0. Das sehen wir hier, ja, ist eine Nullfolge. Cube. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Nächste Folge. Hier haben wir n² durch n plus 1. Rechnen wir uns die Folgenglieder aus. Das 100. Folgenglied ist 10.000 durch 101, ist ungefähr 99. Das 1000. Folgenglied ist ungefähr 999. Und was sehe ich hier? Da habe ich jetzt hingeschrieben, der Grenzwert ist unendlich. Was ich hier auf jeden Fall sehe, ist einmal Folgendes, und zwar, dass der Grad des Zählers 2 ist und damit größer ist als der Grad des Nenners, der ist nämlich nur 1. Ja? Sehe ich hier. Hier habe ich, Farbe Rot ist da ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Also hier habe ich Nenner ist Grad 2, Zähler, Entschuldigung, ist Grad 2, Nenner, da steht nichts, also n hoch 1 ist Grad 1. Das heißt, ich sehe, dass der Zähler viel, viel schneller wächst, und zwar quadratisch, während der Nenner nur linear wächst. Das heißt, irgendwann explodiert mir da oben der Nenner, da werden immer die Nullen immer größer, 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 ja? Und da kommt der Nenner nicht mehr nach. Das heißt, irgendwann ist der Zähler so, so viel größer, dass einfach hier Zahlen rauskommen, die einfach gigantisch groß sind. Ja? Und deswegen strebt diese Folge gegen unendlich. Das heißt, wieder kann man sich merken, wenn der Grad des Zählers größer ist wie der Grad des Nenners, dann strebt die Folge gegen unendlich, beziehungsweise gegen minus unendlich. Das werden wir uns in einem anderen Beispiel dann vielleicht einmal anschauen. Ja? Also auf jeden Fall wichtig, es kommt immer ein uneigentlicher Grenzwert raus, also unendlich, minus unendlich, wenn der Grad des Zählers größer ist als der Grad des Nenners. Ich glaube, ich habe gar kein Beispiel drin mit minus unendlich. Das machen wir jetzt da schnell eigenhändig. Also schauen wir da auf Beispiel 5. Ups, mit dem Textmarker nicht so gescheit. Stift. Also machen wir Beispiel 5. Ich mache die Folge a n ist gleich, sagen wir, 4 minus n hoch 3 durch 2n Quadrat. N ist ein Element aus n Stern. So, ich sehe jetzt auf jeden Fall, der Grad des Zählers hier ist 3. Und ist größer als 2, weil das ist nämlich hier der Grad des Nenners. Das heißt auf jeden Fall, ich weiß schon mal, dass die Zahl, die im Zähler steht,
wesentlich größer ist als die Zahl, die im Nenner steht. Nur Achtung jetzt da, ich habe jetzt hier ein Minus stehen. Ja, es wird n hoch 3 abgezogen. Rechnen wir uns jetzt einfach mal das 100. Folgenglied aus, dann sehen wir schon, was passiert. Das 100. Folgenglied wäre 4 minus 100 hoch 3. Ich gebe das mal schnell in den Taschenrechner ein. 4 minus 100 hoch 3. Da kommt raus die Zahl minus 9, 9, noch dreimal die 9, 9, 9, 9, 6. Und dem Zähler ist 2 mal n Quadrat. 100 zum Quadrat ist 10.000 und 2 mal 10.000 sind 20.000. Und wenn ich das jetzt da durch 20.000 dividiere, erhalte ich minus 49, 9998. Das heißt, wie wir sehen, das wandert eben jetzt gegen eine, es wird eine negative Zahl sein, und da der Zähler größer ist, also absolut betrachtet größer ist als der Nenner, wird da oben halt immer eine noch quasi unter Anführungszeichen größere negative Zahl stehen, und deswegen wandert mir das Ganze dann gegen minus unendlich. Das heißt, ich würde in dem Fall schreiben, Limes von n gegen unendlich von, ich schreibe jetzt nur an ab, statt 4 minus n hoch 3 durch 2 n Quadrat ist gleich minus unendlich. Also auch ein uneigentlicher Grenzwert. Aber das Gesetz wieder das gleiche. Ist der Grad des Zählers größer als der Grad des Nenners, dann strebt mir das Ganze gegen einen uneigentlichen Grenzwert. Und ich muss dann nur mal achten, ist der Zähler positiv? Hier ist er positiv, deswegen ist es plus unendlich. Hier ist das, die höchste Potenz n hoch 3 negativ. Und damit wandert es mir gegen minus unendlich. So, jetzt machen wir einfach ein paar Beispiele zum Grenzwert ermitteln. Da sind wir jetzt da ratzfatz fertig, weil es ist ja nicht schwer. Ja. Schauen wir uns an hier den Limes von 8n hoch 4 minus 7n Quadrat durch n hoch 3 minus 2n hoch 4. Erster Schritt, ich suche mir die höchste Potenz, das ist n hoch 4. Hier habe ich, Entschuldigung, hier habe ich 8, ja, ich lasse es jetzt rot. Hier habe ich 8n hoch 4, hier habe ich 2n hoch 4 und ist der gleiche Grad, und damit habe ich 8. Und Achtung jetzt in dem Fall, minus 2 habe ich hier unten ja stehen. Jetzt wechsle ich doch auf gelb. Hier habe ich ein Minus stehen. Ja, minus 2n hoch 4. Und deswegen ist der Nenner minus 2. Ja. Und 8 durch minus 2 ist minus 4. Das ist einer der häufigsten Fehler bei der Grenzwertermittlung, dass man zwar die richtige Zahl ermittelt, aber das Vorzeichen vergisst. Hier sehe ich wieder das Beispiel, also die Beispielart, die wir am Anfang hatten, es gibt einen Grenzwert, das heißt, die Folge konvergiert. Das ist immer dann, wenn der Grad des Zählers gleich dem Grad des Nenners ist. Ja, dann weiß ich, sie konvergiert. Und ansonsten, wenn der Grad des Nenners größer ist wie der Grad des Zählers, konvergiert sie auch, weil es eine Nullfolge. Und nur wenn der Grad des Zählers größer ist wie der Grad des Nenners, dann ist sie eine divergente Folge. So, hier haben wir 5 plus n hoch 3 plus n plus 1 durch 2n hoch 3. So, haben wir schon mal das Phänomen gehabt. Die Konstante davor bleibt unberührt vom n. Da kommt kein n vor, das heißt, ich werde 5 plus haben. Und in dem Bruch habe ich als höchste Potenz n hoch 3. Der Zähler quasi hat die Zahl 1 vorm n hoch 3 stehen und der Nenner hat die Zahl 2 stehen. Das heißt, der Nenner wächst doppelt so schnell wie der Zähler. Also haben wir 5 plus 1/2 und das ist 5,5. Wieder hier habe ich, der Zähler und der Nenner haben den gleichen Grad, und deswegen muss es hier von diesem Bruch einen Grenzwert geben, und den Fünfer davor darf ich als Summand nicht vergessen. C. Da haben wir jetzt da 2 mal 6n plus n hoch 7 durch 5n hoch 4. Wir erinnern uns einmal an das folgende Gesetz. Da habe ich 2 mal, das heißt, ich kann den Zweier mal vorm Limes hinschreiben. Und jetzt schaue ich mir noch den Bruch an. Der Zähler wächst siebten, also mit dem Grad 7, also siebten Grades, während der Nenner nur vierten Grades ist. Das heißt quasi, der Zähler explodiert, während der Nenner gemächlich nachwächst. Wobei hoch 4 ja auch nicht gemächlich ist, aber bei weitem nicht so schnell wie hoch 7 ist. Und damit habe ich hier unendlich. Warum plus unendlich? Weil hier oben habe ich plus n hoch 7. Und damit wandert das gegen plus unendlich, und der Grenzwert ist unendlich, weil 2 mal unendlich ist trotzdem unendlich.
nicht vergessen, unendlich ist keine Zahl, das heißt, es gibt kein Doppeltes von unendlich, es ist einfach unendlich groß, ja, und wenn ich das Doppelte von unendlich nehme, quasi, dann ist es noch immer unendlich groß. So, Beispiel D, da haben wir 4n plus n hoch 4 durch 9n hoch 6 minus n hoch 5. Hier sehe ich Zähler Grad 4, Nenner Grad 6, genau das Umgekehrte. Das wandert gegen 0, weil eben der Nenner wesentlich schneller wächst, als es der Zähler tut. So, und damit sind wir auch bereits fertig mit der intuitiven Ermittlung des Grenzwerts. Dazu gibt es ein paar Buchbeispiele. Entnehmt bitte dein Arbeitspaket der Anleitung und im nächsten Video schauen wir uns dann das Kompliziertere an, und zwar ist das dann das saubere Beweisen von Grenzwerten. Weil was wir uns zum Beispiel gar nicht angeschaut haben, ist, was ist, wenn ich zum Beispiel habe, die Folge an ist gleich die dritte Wurzel aus n. Ja, also solche Geschichten haben wir uns ja noch nicht angeschaut. Und da komme ich mit der intuitiven Ermittlung nicht besonders weit.